Noch irgendwas? Ja, da sind noch mehr. Das ist wirklich eine richtige Armee hier. Zwei Goblin Lords, kein Mana mehr und Lay ist K.O. Das tut irgendwie weh. Du bist fast tot. Ah, sehr gut. Komm, komm, komm. Das tut irgendwie weh. Talana ist gleich K.O. Schieß, schieß, schieß. Oh. Schieß, 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 schieß. Komm. Oh. Oh. Irgendwo schießt noch jemand. Oh. Mist. Ich werde sie alle töten. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Die kam einfach übers Gebirge rübergelaufen. Garstige Goblins. Na gut. Taktischer Rückzug. Vor die Brücke. Da wird er hier rasten mit einem halben Auge offen. Und wenn jemand kommt, dann stupst du die anderen einfach an. Gut, und noch ein wenig länger rasten. Ach, Nebel. Ich wollte gerade sagen, auch ein wenig länger rasten, damit es Tag wird und wir besser gucken können. Es ist schon wieder verfluchter Nebel hier. Kalt und neblig und voller Goblins. Das ist echt eine sehr unangenehme Gegend hier. So. War das jetzt die letzte Goblin-Patrouille? Oh, eine Kiste. Oh, das erkenne ich nicht. Du? Können wir das wirklich brauchen? Telepathie, das ist sehr brauchen praktisch. Wir wirklich noch so ein albernes Ding? Kann verkauft werden. Noch so kann ein verkauft werden. Ding? Intellekt plus 5. Das wählst du mal. Können wir das wirklich brauchen? Kann weg. Kann zur Druiden. Kann verkauft noch werden. So ein albernes Ding? So, das ziehst du bitte an. Plus 5 Intellekt, sehr gut. Das kann weg. Hör mal, ich weiß das nicht. Das kann identifiziert werden. Brauchen wir wirklich noch so einen Platz mehr? Oh, kein Platz mehr. So. Wir müssen definitiv bald verkaufen. Aber unsere Gruppe spürt Gefahr. Noch mehr Goblins. Das waren jetzt aber nicht viele Goblins. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Da hinten ist irgendeine Hütte im Nebel. Kommst mit? Das sieht wichtig aus. Wie geht es euch, meine Herren? Ich bin Ritter Grey. Ich habe die ungewöhnliche Aufgabe, zwischen streitenden Nationen zu schlichten. Diese Aufgabe hat ihre Vorzüge. Aber niemals hört ihr diejenigen, denen ihr helft, sich bedanken. Ich weiß immer, dass ich richtig liege, wenn beide Seiten gleichzeitig böse auf mich sind. Hinweis? Wenn ich euch einen Rat geben könnte, würde ich sorgen, ihr solltet euer Schloss wieder aufbauen. Ich weiß nicht, wo ihr für dieses Unternehmen das Gold und die Arbeiter finden wollt, da sich eigentlich nur reiche Adelige und Könige so ein großes Vorhaben leisten könnten. Ich nehme dann, das ist wieder die alte Frage nach dem Huhn oder Ei. Ihr müsst edel scheinen, um Reichtum und Respekt zu erlangen. Aber erst braucht ihr Reichtum und Respekt, um edel zu erscheinen. Ja, wir brauchen wesentlich mehr. Auf jeden Fall müsst ihr einen Weg finden, zu beweisen, dass ihr mehr als Bauern seid. Wenn ihr länger als ein paar Monate Herren von Harmedain bleiben wollt, ihr müsst unter Beweis stellen, dass ihr als Herrscher geeignet seid. Ja. Wir haben etwas verloren, das hattet ihr nie. Also ja, dieses, was am Ende gerade war, ihr habt also verloren. Falls man mal einen Questgegenstand verliert, kann man ihn sich hier wiederholen. Sonst finden unsere Helden hier aber nur einen Weg in einen Wald voller Elfen. Und da wollen wir nicht hin. Also zurück zur Höhle. Mana geht so. Lay muss definitiv Meditation höher bekommen. Wenn möglichst auch gleich auf Expertenrang. Weil so klappt das echt nicht. Im Idealfall sollten alle Magier gleichzeitig zaubern, einigermaßen Schaden austeilen. Und wenn er hier die Zauberin und die Druidin leer ist, dann sollte Lay noch ein bisschen was über haben, damit sie heilen kann. Das wäre so ideal. Ja, gucken wir mal. Erstmal hier rein. Schneegipfelhöhlen. Diese Höhlen waren schon immer das Versteck von Goblins und Banditen. Egal,
was hier jetzt lebt. Auf jeden Fall verleiht es der Örtlichkeit nicht gerade einen Rosenduft. Ist irgendwas Stinkendes ist hier drin. Wir sollten gleich mal Licht machen. Motroglodyten. Das passt definitiv in die Höhle. Blinde, unterirdisch lebende Kreaturen. Die offensichtlich auch noch sehr stinken. So, alles schön hier vermieden mit diesem Blitzfunken. Keiner kommt vorbei. Oder auch doch. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Mana ist gleich alle. Oh oh. Nicht gut. Jetzt kann nur noch Geogon-Schaden haben. Eine zieht sie zurück. Ich glaube, ich mache einen kurzen Ausfall, um die da hinten umzubringen. Genau. Piu, 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 piu. Und sie haben Gold dabei. Sehr schön. Oh. Ich würde gerne helfen. Können wir das wirklich brauchen? Ja, können wir. Auch wenn wir uns eigentlich jetzt schon wieder zurückziehen sollten. Ich will wenigstens noch etwas Beute mitnehmen. Wir werden wahrscheinlich nur noch einmal schlafen können. Au. Oh. Nein, nein, nicht Inventar öffnen. Können wir das wirklich brauchen? Mitnehmen. Ja, diese normalen Troglodyten gehen ja noch. Ah, nicht hinten angreifen. Komm, 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 komm. Schön auf Abstand schießen. Da kommen noch mehr. Ich will wenigstens noch einen umbringen. Wir sind gleich im Ausgang. Oh, warte mal, da hinten ist ein Angeschlagener. Genau. So, Ausfall. Du da hinten bist auch fast tot. Komm, 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 komm. So, wo sind die anderen? Abgehängt. Ja, wir sollten trotzdem den Eingang nicht so voller Monster lassen. Das wird uns später in den Arsch beißen sonst. Und da kommen auch wieder welche. Lasst uns mal einen sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, Licht ist aus. Und von hinten kommen die anderen. Das ist echt düster. Oh. Gott. Mitnehmen, mitnehmen. Eigentlich würde es ja reichen, wenn wir jetzt den Vermissten finden. Oder irgendein Lebenszeichen von ihm. Können wir schnell in die Stadt zurückziehen, die Aufgabe abschließen und dann später hierher zurückkommen. So, aber erstmal jetzt zurück zum Eingang und versuche mich hier schon zu schlafen. Wollen sie nicht. Okay. Raus. Brücke. Hier schlafen. Gleich Fackellicht. Und wieder rein. Ah ja, schon viel besser. Also, halten wir uns mal rechts rum. Und versuchen so nah wie... ganz viel Gold. 244, sehr schön. Da ist noch mehr Gold auf dem Boden und Truhen und was weiß ich. Was ist das da? Schleim. Und der Schleim kämpft gegen die Troglodyten? Ah. Ich glaube, da mische ich mich mal nicht ein. Das können die ruhig unter sich ausbaldoren. Gut. Das sind ganz schön viele Troglodyten. Ja. Truhe. Autsch. Mein Fehler. Das erkenne ich nicht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, das war wirklich dein Fehler. So, du. Heil die. Du heil sie. Und du heil dich. Dann probieren wir die nächste Truhe. Ja, ouch. Mein Fehler. Hör mal, ich weiß das. Brauchen wir wirklich Feuerstrahl kann weg. Edelstein kann weg. Du kannst auch mal mit. So. Und jetzt müssen wir
die eigentlich definitiv weg hier. Aber wir haben noch recht viel Mana. Ihr seid echt beschäftigt miteinander. Okay. Kling, kling. Oh. So. Also, ihr kümmert euch um die Schleime. Und ihr drei wollt mich angreifen. Okay. Hier zurück. So, der zieht sich auch schon zurück. Die machen nichts. Du Funken. Du heilst bitte sie. Du schießt auf ihn. Aha. Die sind beschäftigt. Kaputt, 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 kaputt. Der sitzt hier auch zurück. Und das hier ist kein normaler Troglodyt. Der sieht anders aus. Jo, hält schon mal wesentlich mehr aus. Zing, zing, zing. Und weglaufen. Da muss ein wenig zickzack gelaufen werden. Oder auch nicht. Noch eine Kiste. Yeah. Das könnte knapp werden mit der Mana zum Heilen, oder? Nee, doch, passt. Okay. Dann blühen wir jetzt die Kiste, folgen dann dem Gang und dann müssten wir eigentlich wieder am Eingang rauskommen. Wenn unsere Kartenzeichenkünste gut sind. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Können wir das wirklich brauchen? Bessere Lederrüstung. Das kann ich nicht erkennen. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein... Können wir das ganz wirklich viel brauchen? Zeug zum Verkaufen. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ausweichen bringt nur, was man keine Rüstung trägt. Erwachen haben wir auch so. Keinen Platz mehr. So, ganz viele Sachen zu verkaufen. Hops. Mist, wir kommen da nicht hoch. Hops. Komm schon. Nö. Okay, und Licht geht auch noch aus. Fackellicht. Und nochmal versuchen, um die rumzuschleichen. Oh, die Schleime haben gewonnen. Komm, stirb, 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 stirb. Aber die müssen ja ziemlich zäh sein, wenn die ganzen Troglodyten umbringen konnten. Ja, doch. Und Pfeile machen gar keinen Schaden. Das könnte erklären, warum die Troglodyten besiegen konnten. Die sind immun gegen normalen Schaden. Also durch Waffen und Pfeile. Was ganz schön garstig ist. Na gut, wir haben ja genug Magier. Gegen die Wand getackert. Aber ja, wir haben genug Magier. Das kriegen wir hin. Können wir noch einmal schlafen? Oh, können wir bald etwas essen? Nee, können wir nicht. Ärgerlich. Aber na gut. Raus hier. Jo. Und einmal zurück zum Dorf. Hochheilen, schlafen. Ganz viele Sachen verkaufen. Also Waffenhändler und Rüstungshändler und Kinkelizien und was weiß ich. Und dann dürften wir so um die 7000 Gold haben. Dann wird Meditation gekauft für alle Magierklassen. Was noch? Das müssen wir dann gucken. Da ist der Weg. Ich glaube, ich laufe mal den Weg lang. Und da das jetzt nicht besonders interessant ist, gibt es einen kleinen Zeitraffer. Und ich melde mich wieder, wenn ich vor dem Dorf stehe. Also, bis gleich. So, da wären wir wieder. Harmondale. Gleich in die Taverne. Was war denn das Erste, was die Bürgermeister gemacht haben, als sie zurück ins Dorf gekommen sind? Gleich in die Taverne. Mhm. Bitte sehr, genießt euren Aufenthalt. Wobei Bürgermeister nicht ganz richtig ist. Wir sind die Lords. Also, eigentlich dürfte nur einer von uns der Lord sein. Aber ich sag nicht wer. Guten Tag. Öffnen, verkaufen. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg. Das müssen wir noch gucken. Den Rest müssen wir auch gucken. Danke. So gut wie neu. Nicht wirklich. Das ist besser als das? Nein. Das kann sie tragen, wenn sie ein Schilde gelernt hat.
Das kann alles zum Waffenschmied. Das muss identifiziert werden. Nervenschock kann weg. Können wir das wirklich brauchen? Segen und Dingens kann auch weg. Das kann auch weg. Die Rüstung schmeißen wir einfach ganz weg. So. Die sind nicht kaputt. Guten Tag. So. Nee. Nee. Sie kann eine Kette lernen. Hast du eine Kettenrüstung? Kettenrüstung der Erdresistenz. Nee, das kostet meistens zu viel extra. Plus 6, plus 2. Kauf mal. Danke, bis dann. Dann kriegst du jetzt... Warte, du kriegst den Helm auf, du kriegst das Schild. Kannst du den Hammer... Das kann ich nicht erkennen. So, du hast einen guten Handschuh. Du hast gar keinen Handschuh. Du hast einen guten Handschuh. Und du hast auch einen guten Handschuh. Von dem wir sogar wissen, was er macht. Dann kann der Gute, den wir wissen, was er macht, verkauft werden. Ich weiß das nicht. Und die kommen dahin. Nur für den Fall, dass irgendwas davon magisch ist, weil ich will nicht aus Versehen was Magisches verkaufen. So. Guten Tag. Verkaufen. Den. So. Raus. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Verkaufen. Das. 5.300. Au. Danke. Du kannst auch das anziehen. Das kommt dahin. Das dahin. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. Dann haben wir gleich den ganzen Kleinkram verkauft. So. Guten Tag. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Danke. Bis dann. So. Also, 5.500 Gold. Rüstung hatten wir nicht so viel Tolles gefunden. Gucken wir mal die Kinkerlitzchen. Kann ich euch helfen? Schuhe. Ich glaube, wir haben noch nicht alle Schuhe. Also ist das was Gutes für uns. Standard. Nö. Fähigkeiten. Reparieren, das lernst du bitte. Sie könnten noch erkennen lernen. Nö, das ist soweit okay. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Wie sieht es mit der Trainingshalle aus? Haben wir inzwischen eine Stufe? Ja, sehr schön. Dann nochmal rein, ne? Ziehen. Ihr wollt ausgebildet, so ist es richtig. So ist es richtig. So ist es richtig. Lernen, Kondition, Waffenmeister, Waffenmeister. Beides gekauft. Warte mal. Fähigkeiten. Waffenmeister. Verringert Erholungszeit von Nahkampfangriffen. Fertigkeitswert wird zum Angriffsbonus von Nahkampfwaffen addiert. Also das ist für die vollkommen unrelevant. Ich dachte, das könnte vielleicht ein bisschen was auf die Bogenfertigkeit wirken, aber nö. Na gut, du... Kondition reparieren. Kampfkunst hätte ich mir sparen können. Streitkolben. Und Waffenmeister. Du. Wassermagie hast du schon recht hoch. Und ich denke mal, mehr Mana ist erstmal wichtiger. Ja. Du, Meditation hast du schon recht hoch. Luftmagie. Ja, doch. Also Erdmagie soll sie primär lernen wegen einem einzigen Zauber. Und das ist später Telekinese. Der kommt aber erst mit dem Meisterrang. Also setzen wir jetzt mehr auf Luftmagie. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir vorher noch den Bienenschwarm finden. Bienenschwarm ist ein recht praktischer Erdmagie-Zauber. Aber da das wohl nicht der Fall ist, gehe ich jetzt auf Luft und versuche dann den Blitzstrahl zu bekommen. 2 Punkte haben wir noch. Alchemie mal steigern. Ja, wenn die Tränke ein bisschen stärker ist, auch okay. So, du hast 8 Punkte. Du hättest gerne Seelenmagie. Hast jetzt noch 4 Punkte. Und dafür solltest du dir eigentlich mal Geistmagie holen und das auch noch steigern. Zurück. Geist.
Wohl vorher ganz kurz gucken, ob vielleicht inzwischen ein Blitzstrahl da ist. Hier oben. Willkommen in der Luftgilde. Blitzstrahl. Hey. Brauch Experte. Schild, Sprung, Federfall. Nee. Schade. Also sie muss jetzt erstmal Stufe 4 erreichen in Luftmagie. Dann muss sie Experte werden, wo wir den Lehrer für finden müssen. Wobei der, glaube ich, hier im Dorf war. Und dann den Zauber kaufen. Also das dauert noch ein bisschen. Wasser hat sie schon was Neues. Feuer braucht sie nicht. Erde. Diesen Bienenschwarm, wie gesagt, hätte ich ganz gerne. Willkommen in der Erdgilde. Verlangsamen, verlangsamen, betäuben. Nö. Nö, 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 nö. Okay, fehlt jetzt nur noch eins, was wir im Dorf machen wollen. Und zwar Geist finden. Das ist Feuer, richtig? Ja, Feuer. Geist. In der Gilde des Geistes. Für dich. Und Meditation. Und der Rest hat schon Meditation. Zauber kaufen. Furcht verjagen. Okay. Was? Der Zauberer kann die Gedanken eines anderen lesen und so feststellen, welche Gegenstände und wie viel Gold dieser dabei hat. Also das meinte ich nicht. Ich meinte den Erdzauber, der so ähnlich heißt. Also dann wahrscheinlich Telekinese und nicht Telepathie. Furcht verjagen. Geistresistenz. Nö, das ist mir Gold zu viel wert. Körper. Willkommen in der Körpergilde. Verletzen haben wir schon, heilen haben wir schon. Schwäche heilen müssten wir auch haben. Und da bräuchten wir Expertenrang für. Nö, guti. Dann speichern wir jetzt ab. Und in der nächsten Folge werden wir zurücklaufen zu den Höhlen. Eventuell werde ich auch schon bei den Höhlen auf euch warten. Weil der Weg dahin ist halt einfach nur geradeaus laufen. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder.